Der GR20 Weitwanderweg zählt zu den schwierigsten Europas und verläuft quer über das alpine Hochgebirge der viertgrößten Insel des Mittelmeers. Wir werden die gesamte Tour in 12 Tagen beendet haben und erleben einige sehr schöne Momente, aber auch eine äußerst gefährliche Situation auf der letzten Etappe dieser Weitwanderung. Komme mit auf eine Reise mit atemberaubender Natur, tollen Menschen, extremem Wetter, speziellen Hütten, einem kaputten Zelt, Krisen, faszinierenden Tieren und unglaublichen Landschaften. Vor der Kamera spreche ich so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, also in Schweizerdeutsch. Du kannst aber die Untertitel einschalten und etwas dabei lernen für den nächsten Urlaub in den Schweizer Bergen. Und wenn du weitere Videos sehen möchtest, abonniere den Alpin-Kanal und aktiviere unbedingt die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Da für mich Fliegen nicht mehr in Frage kommt, ging es mit Zug, Fähre und per Autostopp zum Ausgangspunkt der Tour, wo wir übrigens den einzigen Tag ohne Regen erleben durften. Wenn wir das damals schon gewusst hätten. Fast vergessen. In Calenzano kann man das letzte Mal in einem richtigen Supermarkt zu üblichen Preisen die Rucksäcke füllen. Bei den Hütten und den sehr kleinen, angegliederten Shops wird es dann wesentlich teurer. Am ersten Tag ging es zunächst sehr gemütlich hoch zum ersten Bergrücken vorbei an im Jahr 2019 außer Kontrolle geratenen Waldbränden. Bonjour. Fast der gesamte GR20 befindet sich in einem Nationalpark, welcher größtenteils unberührt von menschlicher Hand ist, was man ihm auch sehr gut ansieht. Schon unglaublich mystisch hier. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich gerade die Trennung einer langjährigen Beziehung hinter mir und ich war wohl etwas sentimental. Und so eine Kiefer kann sich ja leider sehr schlecht wehren. Überhaupt, solche Weitwanderungen eignen sich sehr gut, um wieder klar im Kopf zu werden, wenn es mal nicht so rund läuft im Leben. Jetzt sind wir in diesen Hütten mit dem Zelt. Hier. Es ist einfach schon unglaublich ruhig und nur Natur. Ich sehe wirklich nur Natur, nichts anderes. So, und plötzlich ist sie da, die Hütte. Voilà. Weissi. Unangenehm gsi irgendwie, es war ein bisschen feucht. Und mein Mettali hat schon wieder ein kleines Loch. Ich liebe es, draußen zu übernachten, auch wenn ich oft Mühe habe, in ungewohnter Umgebung einzuschlafen. Guten Morgen! Aufgrund der weiten Tagesetappen wird es dann aber im Laufe der Tour immer besser, auch wenn es mir ein paar Mal das Zelt so richtig voll geregnet hat. Ui! Das sieht dann aber alpin aus da. Jollero, du! Hier geht jetzt so ein ziemliches Loch ab. Aber wir behalten die Höhe und gehen hier oben durch. Und jetzt haben wir vorher festgestellt, dass wir eigentlich die Hütte reservieren müssen. Also, das haben wir eigentlich schon gewusst, aber wir haben jetzt reservieren. Aber offensichtlich
muss man das 48 Stunden im Voraus. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Das mit der Reservation wäre eigentlich wichtig, zumindest für jene, welche kein eigenes Zelt dabei haben. Wir hatten das aber nicht gemacht, da wir nicht wussten, wo wir übernachten würden, weil wir vorhatten, einige Etappen zu überspringen. Man muss dann halt einfach 18 statt 9 Euro für den Zeltplatz bezahlen. Jetzt sind wir von da oben gekommen. Da ab. Tack, tack. Da eine Stufe drauf. Jetzt geht es da wieder hinten ab. Das Loch ab, dort durch. Und dann dort hinten sieht man den Weg. Dort hinten wird es richtig alpin, aber ich glaube, das sehen wir etwa nicht mehr heute. Und jetzt müssen wir ein bisschen schauen, dass wir nicht ins Wetter reinkommen. Der hat nämlich Regen gemeldet. So, jetzt haben wir einen schönen Abend gehabt, hier beim Refuge, oder wie sagt man es? Ich weiß gar nicht. Sorry, ich bin ein bisschen angetrunken, gerade zwei Flaschen Wein getrunken, da, das vierte hoch, also so schlimm ist es nicht. Und man lernt sehr viele, sehr gute Leute kennen, wo jeder seine eigene Geschichte hat und es ist recht spannend. Wir haben jetzt wirklich einen sehr guten Abend gehabt. Jetzt sind wir hier in so einem mystischen Wald drin und der hier ist definitiv in den letzten Jahrzehnten nicht abbrennt. Und ich hoffe, das bleibt auch noch lange so. Mega schön. Und auch die Vögel sind irgendwie gleich wie bei uns, aber irgendwie doch auch nicht. Also man merkt, es hat hier noch andere Tiere rum als bei uns in den Alpen. Es ist irgendwie ganz speziell. Nach einer Nacht in einem gemieteten Zelt ging es dann weiter Richtung Ut-Asco, einem der wenigen Skigebiete auf Korsika. Jetzt sind wir da die Schlucht unten raufgekommen. Sehr schön hier. Das ist bis jetzt der schönste Bereich, den wir gesehen haben. Das ist schön, hey. Wow. Hammer. Und hier gab es nun bereits schon den ersten Schneekontakt, was im Frühsommer völlig normal ist, aber irgendwie doch surreal wirkt, denn wir befinden uns ja hier auf einer mediterranen Mittelmeerinsel. So, wir sind jetzt hier beim Refuge angekommen, bei der dritten Etappe, sind hier gemütlich noch etwas am Köcherle und haben das Zelt schon aufgestellt. Das ist auch gut, weil jetzt kommt es dann nämlich gerade regnen. Es hat eigentlich schon recht gedonnert. Es ist jetzt bis jetzt an jedem Tag, am Nachmittag immer ziemlich schiffen, schnell kurz. Morgen gehen wir dann auf 2600 Meter über Meer. Es ist eine ziemlich alpine Etappe. Ich freue mich echt drauf, weil ja, wir sind etwa Stunde zwei im Schnee, vielleicht sogar noch länger. Und wir haben keine Steigeisen dabei, aber ich denke, das sollte kein Problem sein, wenn ich da so sehe, was sonst schon für Leute durchgekommen sind. Ja, das wird jetzt nicht überheblich klingen, aber ich denke, für eine muss ich schauen, dass ich nichts Falsches sage, wenn man öfters mal zu Berg geht, sollte das eigentlich wirklich kein Problem sein. Denke ich jetzt mal, aber vielleicht rede ich ja dann morgen ganz anders. Hier möchte ich noch eine kurze Klammer setzen. Wenn du wenig Erfahrung mit steilen Schneeflanken hast oder wenn der Schnee zu hart ist, solltest du zwingend Steigeisen mitnehmen oder gleich ganz diese Etappe auslassen. Ein Sturz kann fatale Folgen haben. Wir gingen hier das Risiko ein, weil wir Gelände und Schnee relativ gut beurteilen können und auch überhaupt keine Mühe haben, im Zweifelsfall umzudrehen.
Also, jetzt werden wir uns noch ein bisschen stärken, machen uns nachher in die Heia und dann noch ein bisschen regenerieren. Es war jetzt heute nicht so eine riesen Etappe gewesen, aber morgen wird es definitiv recht anstrengend werden. Und schauen wir mal. Hier ist übrigens so ein kleines Skigebiet. Es hat auch ein Restaurant, ein kleines Lädchen. Und man kann sich hier eigentlich wirklich gut stärken und Kräfte tanken. Auch wenn mir mein altes und inzwischen undichtes Zelt hier nach einem heftigen Wolkenbruch das erste Mal so richtig vollgelaufen und alle Kleider feucht waren, hatte ich eine riesen Vorfreude auf diese spezielle Etappe und kurze Zeit später fanden wir uns in einer Gegend, welche idyllischer nicht sein könnte. Jetzt sind wir hier unten am Schneefeld. Es wird hier oben schon noch ein bisschen steil. Man sieht dort auch Leute drin. Aber ich glaube, das geht gut. Der Schnee hebt. Die Leute sind recht gut hier. Ein bisschen ungleichmässig, aber es macht gar nichts. Ein sehr gutes Gefühl hier. Ja, das hat sich jetzt wie eine Hochtour angefühlt bis jetzt. Jetzt bin ich hier bei diesem Felsriegel und das ist wirklich gut. Rüstutzig, hä? Monte Cinto, der höchste Punkt von Korsika. Ich denke, es hat ein bisschen weniger Schnee da südseitig. So, jetzt kommen wir zur nächsten Hütte. Ich weiss nicht, wie sie heisst. Die ist dort hinter diesen Bäumen. Und schaut euch die Bäume an. So unglaublich schön. Dann ist der Max. Der läuft jetzt in der Unterhose dort rauf. Und es seicht gerade ab. Aber es gehört auch dazu. Es ist ja eigentlich schon alles fletschnass. Das Zelt, Schlafsack auch ein bisschen, nicht ganz. Und der Rest eigentlich alles aus. Es kommt nicht mehr drauf ab. Die Sonne kam kurz zum Vorschein, sodass ich mein Zeug so halbwegs trocknen konnte. Am selben Tag sahen wir dann noch Mouflons in der Nähe der Hütte. Eine sehr, sehr seltene Tierart auf Korsika. Oben wären es die nächsten Hütten, aber wir gehen eins weiter, weil heute ist das Wetter noch halbwegs stabil. Es kommt zwar auch noch seichen. Und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Es wäre jetzt zwar noch recht eine weite Etappe, wenn wir jetzt die auch noch machen, aber es hat zwischendrin noch irgendein Castello.
Und ja, morgen schifft es einfach gerade ab, scheint es, hat es geheissen. Und darum schauen wir jetzt, dass wir da ein bisschen Meter gewinnen. Abgesehen von den lauten, sich herumzoffenden Schweinen, welche sich nahe des Campings aufhielten, war es eine sehr erholsame Nacht. Und nachdem ich den Rucksack mit Lebensmitteln aus dem Ladenlokal gefüllt hatte, ging es weiter zum nächsten Highlight der Tour, dem Lac de Nino. So, das war jetzt eine weitere Kuhszene gewesen. Falls ihr so Zeugs gerne seht, könnt ihr gerne meinen Berg- und Naturkanal abonnieren. Ich verlinke ihn oben links. Es sind furchtbar langweilige Filme. Aber es muss ja nicht immer alles, weiss ich was, für ein Spektakel sein. Es muss einfach schön sein. Und diese Gegend hier ist definitiv schön. Und wenn man das so anschaut, würde man jetzt wirklich nicht denken, dass man mitten im Mittelmeer ist. Das sieht eher nach Schottland aus oder Norwegen. Es ist irgendwie ganz merkwürdig, wenn man denkt, dass man hier wirklich im Sommer im Mittelmeer ist. Sehr speziell, aber schön. So, jetzt kommen wir wirklich zu einem Highlight von dieser Tour, zum einen der schönsten oder der schönste See von ganz Korsika. Und es ist schon sehr, sehr schön. Schauen wir mal das an. Er ist schon was ganz Besonderes, dieser Lac de Nino, und garniert mit den grasenden Pferden wirkte dieser Anblick schon sehr idyllisch. Einzig das Wetter hat nicht so mitgespielt in dieser Bilderbuchszenerie. So, es wird Zeit, dass wir langsam ein bisschen Revue passieren. Es ist jetzt etwa ein Drittel durch von dieser ganzen Tour. Und ich muss also wirklich sagen, ich bin extrem geflasht von dieser Natur hier. Es sind so schöne Bäume, so schöne Berge, die Luft ist gut. Es hat kein Auto weit und breit, keine Strassen, keine Hochspannungsleitungen, nichts. Nur mal zwischendurch ein paar andere Weitwanderer, und das ist eigentlich schon sehr speziell. Das hat man eigentlich in den Alpen nicht mehr gross. Und mir gefällt es wahnsinnig gut. Ich freue mich jetzt riesig auf den nächsten Teil. Ich glaube, es wird noch schöner in den nächsten paar Tagen. Und im Süden dann noch ein bisschen lieblicher. Wie weit ich gehen werde, weiss ich übrigens noch nicht, weil ich habe... Zeitdruck habe ich eigentlich nicht, aber ich muss etwa wieder einmal arbeiten. Und offiziell habe ich gesagt, am 12. komme ich wieder zurück. Das werde ich nicht schaffen. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen später anfangen, denke ich jetzt mal. Aber auf jeden Fall freue ich mich riesig, da noch weiterzumachen. Es ist einfach so ein schönes Ambiente. Und das Wetter ist eigentlich auch super, wenn mal ein bisschen sonnig, mal ein bisschen Regen. Das macht es auch ein bisschen aus, das Ganze. Ich habe das irgendwie noch gerne. Es ist ein bisschen abenteuerlicher, als wenn immer nur eitel Sonnenschein ist. Und ja... Ich freue mich riesig. Ich hoffe, ihr bleibt noch dran und bis später. Oh. Ich gehe ja schon, So, jetzt schiffert es wirklich Vollgas.
gerade so knapp ins Zelt hineingeschafft. Ja. Der Schlafsack ist ja teilweise nass. Da der Thermoreaktor ist fletschnass. Ich hoffe, ich kann das bis am Abend noch ein bisschen trocknen irgendwie, aber jetzt, wenn sie so weitermacht, eher nicht. Aber ja, irgendwie gehört es ein bisschen zum Abenteuer dazu. Holy moly. Das ist halt das Problem, wenn man keine Sponsoren hat. Dann muss man sich mit so Scheiß umschlagen hier. Kein anständiges Material. Aber vielleicht hört das ja jemand da draußen. Und hat Erbarmen mit mir. No, c'est bon. C'est bon? Ouais. Okay, say cheese. Say cheese! Los. Ich bin froh. Richtig kalte Füße. Es ist irgendwie alles ein bisschen unangenehm und trotzdem mega schön. Man merkt, wie sich der Körper verändert, wie man so einen Survival-Modus hineinkommt. Geile Steigeisen. Holy. Das ist eine Technik, he? Vom Feinsten. Und nun waren wir bei einem weiteren Highlight dieser Tour angelangt, dem Lac du Capitello, welcher mit einer steil in den See abfallenden Felswand ausgeschmückt ist. Hier gibt es eine wunderbare Kletterroute im 6. Schwierigkeitsgrad, welche ich bei meinem nächsten Korsika-Urlaub vermutlich anschauen werde. Jetzt kommt der bald wieder die Hütte, bei so einer halben Stunde, schätze ich jetzt mal so. Da hat es ein paar so Schneefelder und da läuft der Bach drunter durch. Da muss man sicher aufpassen, weil die Unterhöhlungen sind oft sehr tückisch. Das ist jetzt das Refuge Petra Piana und sie sind eigentlich alle gerühmt, aber es sieht eigentlich hier eher aus wie eine Baustelle. Aber es wird schon gut sein. Und jetzt kommt es nämlich gerade regnen. Ich bin eigentlich recht froh, dass wir jetzt da sind. Wahrscheinlich kommt es jetzt wieder in Strömen regnen. Ich will eigentlich schon lange meine Ware trocknen. Es ist alles fletschnass, es stinkt. Aber wie willst du das bei Regen? Keine Chance. So, jetzt wird es langsam ein bisschen mühsam. Jetzt hat es mir schon wieder das Zelt voll geschifft. Jetzt habe ich aber Goldfolie aus einem Notfallset über das Zelt hineingehängt und jetzt hoffe ich, dass es nicht mehr durchseichen tut, weil es ist wirklich jeden Tag genau das gleiche Spiel. Am Morgen die Sonne, am Nachmittag schifft es. Toujours la même chose. Da unten sieht man auch ein Lachen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Ja. Definitiv, ich brauche ein neues Zelt. Aber subito. Wir haben jetzt ein bisschen Party gehabt und jetzt wollen wir schauen, wie mein Zelt aussieht.
Der schlechte Schlaf, zu viel Alkohol und der für mich ungewohnt hohe Fleischkonsum führte bei mir vorübergehend zu einer, sagen wir mal, etwas dünnhäutigen Stimmungslage, was mein Kollege Max auch zu spüren bekam. Gesoffen wurde ab hier nicht mehr groß, schnell wurde der Schlaf besser und meine etwas aggressive Laune veränderte sich wieder in mein allgemein sonst sehr fröhlich gestimmtes Gemüt um. Hier an diesem Tag hatten wir das erste Mal nun wirklich eine Hütte überspringen können, was dann später dazu geführt hat, dass es uns so richtig Vollgas verschifft hatte. So, wir sind jetzt auf dem Pass oben und das Wetter hebt sich noch, wenn es jetzt gerade ein bisschen scheiße aussieht. Jetzt geht es dann auch hinten ab. Wunderschön. Und zu trinken haben wir leider nicht gefunden. Es ist ein bisschen blöd, wir hätten mehr zu trinken sollen mitnehmen. Es hat nämlich sonst überall zu allen Ecken aus ist ein geschossenes Wasser. Aber jetzt hier leider gar nicht. Und jetzt habe ich schon ziemlich Durst. Jetzt muss ich schauen, dass man langsam geht und nicht irgendwie einen Fehltritt macht, weil wenn man ein bisschen dehydriert ist, ist man einfach ein bisschen gefährdeter als sonst. Aber es geht schon. Jetzt kommt es wieder Vollgas schiffen. Man merkt das gerade an den Tropfen an. Ich habe mich jetzt unter einem Baum gerettet. Und ja, the same procedure like every day. Oder as every day, sorry. Mein Englisch ist sehr, sehr schlecht. So, weiter geht's. Und es leert voll ab. Es hat jetzt wirklich jeden einzelnen Tag mindestens einmal so richtig voll geschifft. Aber meistens ist dann, wenn wir schon Platz sind jetzt heute, weil wir jetzt zwei Touren gemacht haben oder zwei Etappen auf einmal, hat es uns natürlich jetzt hier mögen genommen. Aber es macht gar nichts. Dafür hoffe ich, dass wenn wir zurück, also wenn wir im Zeltplatz sind, dass es dann wieder hört. Aber man weiß es nicht, wir sehen es dann. Einfach nur ein hoher Bach hier. Und irgendwann, wenn es die ganze Zeit nass ist, immer jeden Tag fletsch nass bist, irgendwann einmal, kommt es dir irgendwie so plötzlich nicht mehr drauf an. Das ist ganz interessant. Hört ihr das? Ich weiß nicht, wie gut man das hört auf dem Mikrofon. Mit dem Mikrofon da. Aber für mich klingt es unglaublich schön. Das ist Natur. Was passieren kann, wenn man das Wetter auf die allzu leichte Schulter nimmt, werdet ihr dann im zweiten, südlichen Teil dieser Dokumentation sehen. Dieser war zwar weniger alpin, aber brachte uns in vielerlei Hinsicht ans Limit. Warst du auch schon auf dem GR20 und was hast du für spezielle Erfahrungen gemacht? Erzähl's mir unten in den Kommentaren. Abonniere den Kanal und aktiviere unbedingt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Es werden noch einige Weitwanderwege auf dem Alpinkanal dazukommen.